meinen Kopf einmal nach hinten rückziehen. Dann Pony wird es auch gleich. Schön in die Höchste. Boah, das gefällt mir richtig gut. Leute, Phil meinte auch gerade schon so, oh mein Gott, was hast du denn? Hallo, hallo. Es sieht so spooky hier aus, weil überall Nebel ist. Aber jetzt halt nicht so heftiger, aber man kann nicht wirklich geradeaus gucken hier am Hafen. Und somit herzlich willkommen zu Vlogmas Nummer 2. Ja, und heute ist der Tage, wo auf jeden Fall endlich wieder ein bisschen mehr passiert und wo wir nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Phil tatsächlich, ja. Dem geht's nach wie vor echt noch schlecht. Also der hat sich, glaube ich, heute auch krank gemeldet. Ich bin mir gar nicht sicher. Dem geht's wirklich nicht gut seit gestern wieder. Ist auch super komisch. Also mir ist auch seit ein paar Tagen übel. Und ich habe auch richtig Bauchschmerzen. Aber ich habe halt keinen Durchfall oder gar nichts. Aber es ist so ein richtig komisches Gefühl. Wir wissen halt nicht, was es ist, woran es liegt. Das Krasse ist, ich hatte auch gerade, wo ich mit der Bahn hierher gefahren bin, so richtig Kreislaufprobleme. Ich saß sogar in der Bahn. Ich dachte wirklich, ich kippe um, weil mein Kreislauf so, keine Ahnung, so durchgedreht ist, dass mir richtig schwarz vor den Augen geworden ist und ich echt mich so gegen die Scheibe gelehnt habe und dachte, bitte nicht umkippen, bitte nicht umkippen. Das ist halt auch so nervig, weil gerade ich, die OP ist ja jetzt, glaube ich, über 2 Wochen schon her, also schon ordentlich. Und ich habe halt jeden Tag immer noch so Blutung. Also jeden Tag jetzt gerade, ich merke das ja auch immer. Ich habe mich auch schon gefragt, weil eigentlich die Blutungen sollten ja nur so eine Woche ungefähr sein nach der OP. Und es ist halt jetzt über eine Woche schon her. Und ich habe mich auch schon gefragt, ob das vielleicht einfach meine Periode ist und ob ich das nicht richtig gecheckt habe, weil vielleicht ist die Periode jetzt auch einfach wirklich schwächer nach der OP. Davor hatte ich ja meine Periode richtig doll. Kann ja wirklich sein, dass es gerade doch die Periode ist, die noch anschließend gekommen ist. Und dass ich das gerade einfach nicht auseinanderhalten kann, weil ich halt nicht so eine schwache Periode gewohnt bin. Ich habe halt einfach keine Ahnung. Also wenn das halt nicht weggeht, werde ich nächste Woche nochmal auf jeden Fall zum Gynäkologen und es abchecken lassen. Weil irgendwie soll mir schon halt sagen, so 2 Wochen die ganze Blutung zu haben. Oder über 2 Wochen ist halt langsam echt doof. Aber ansonsten geht es auch voran. Also meine OP-Schmerzen tun kaum mehr weh. Also eigentlich gar nicht mehr. Nur wenn man noch wirklich gezielt rankommt an die Stellen. Ja, es geht auf jeden Fall bergauf. Aber mein Kreislauf heute ist echt nicht der beste. Habe ich schon mal besser erlebt. Ich gehe jetzt erstmal meine Extensions raussuchen. Dann seht ihr die Haare nochmal, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Ich habe sie jetzt auch gestern nur gewaschen und nichts damit gemacht. Also deswegen sehen die so ein bisschen wüst aus. Und dann geht's weiter zum Haarefärben. Die Haare sind draußen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe nicht in Erinnerung, wieso meine Haare so kurz sind. Aber krass. Aber sie werden gerade wirklich wieder. Ich kriege hier vorne auch schon wieder ganz viel Babyhaare und so. Ich nehme ja auch fleißig meine Nahrungsergänzungsmittel für Haare, Zink und so. Vitamin C sowieso für das Immunsystem. Und ja, so kurz sind eigentlich meine Haare. Das ist so ein Unterschied, ne? Wenn man das halt nicht mehr so gewohnt ist. Und zuletzt, der diese längeren Haare hatte, ist schon ein krasser Unterschied. Aber irgendwie, es gefällt mir auch gerade total gut. Übermorgen habe ich dann den Termin zum Reinmachen. Solange überbrücke ich hier mit meinen natürlichen Haaren, die ich gar nicht mal gerade so schlecht finde. Also gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Oh, scheiße, meine Pfandflasche ist mir rausgefallen. Ja, ich bin richtig schön versorgt. Mit Cappuccino und Öl und meine Pränken wirken auch schon ein, circa 30 Minuten. Und wir haben jetzt eine helle Paintings reingemacht, weil ich habe noch ein paar Dunkel, die tatsächlich auch richtig gut gehalten habe. Ich dachte aber nur, die lassen sich bestimmt super schnell raus. Aber sie haben tatsächlich in den Haaren gehalten. Und jetzt haben wir, beziehungsweise Tom, die Paintings wieder ein Stück hochgesetzt, wie ihr seht. Das wirkt jetzt ein, dann wird das ausgewaschen und dann kommt, glaube ich, nochmal ein Block drüber, damit auch noch so ein bisschen kühler ist. Leute, ich sag's euch. Eine heiße Waffel. Geiler geht's nicht, ey. Ich freue mich gerade richtig darüber. Dazu noch ein Cappuccino, eine Cola. Mein Kreislauf ist auch wieder in Schwung gekommen nach der Cola. Also mir geht's echt wieder ganz gut. Und die Waffel wird's definitiv regeln. Mit diesen Grundbürsten. Ja. Ich muss meine Haare abschneiden. Nein, mach das nicht. Mach das nicht, lieber. Nimm du lieber so Klipse hier. Siehst du denn? Ja. Weil du, das ist ja eben, das hat den gleichen Effekt wie die Bürsten. Es geht ja nur ums Auskühlen in der Form. Ah. Das ist die ganze
der ganze Zauber. Weil ein Haar im Badezustand sich formen lässt. Und wenn es abgekühlt ist in der Form eben einfach fester wird. Ja. Oder haltbar. Ich habe das früher einmal gemacht mit diesem Lockenwickler, weißt du? Ja, geht auch. Boah, ich habe die nicht rausbekommen aus den Haaren. Und man einmal nach hinten beziehen. Dein Pony wird es auch gleich schön in die Höhe stehen. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich schon gespoilert. Der Spiegel ist ja nämlich die ganze Zeit weggedreht, damit ich nichts drin. Jetzt habe ich es gesehen. Ah, sieht richtig schön aus. Ja, aber jetzt kann ich mich auch befreien und dann kannst du gucken gehen. So. Wow. Ich komme hier vorne hin, dann siehst du noch mal in voller Zeit. Boah, das gefällt mir richtig gut. Krass. Das ist geil geworden, oder? Ich finde auch, das mit dem Föhn. Dann in den spitzen Schrei natürlich ein bisschen nach Abstand, wie immer. Hilfe. Aber das wird schon. Das sieht schön aus. Ist halt auch vom Ton her jetzt wieder ein bisschen kühler und deine Längen sind nicht mehr so. Ja. So. Das gefällt mir richtig gut. Und auch das Volumen. Ja, das kann ich doch mega. Leute, neues Olaplex Spray. Ja. Ja. Das werde ich mir jetzt definitiv auch holen. Fokus. Das ist so cool. Also das sprüht man sich in die Haare. Das kann man zum Styling dann benutzen. Wenn die Haare auch nass sind und so weiter. Zum Föhnen. Macht ein bisschen Volumen sogar rein. Das sieht richtig cool aus. Am besten ist es, wenn die Haare angetrocknet sind. Angetrocknet? Ja. Ja, perfekt. Also, das funktioniert am besten. Wisst ihr Bescheid. Tom hat Ahnung. So, und weil ja immer die Fragen kommen. Da gehe ich hin zu Nikolaisen und da oben sitze ich. Das ist hier direkt an der Europapassage und ich gehe immer zu Tom. Schon jahrelang. Er muss auch immer hier arbeiten, das habe ich ihm auch schon gesagt. Sonst weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Gefällt mir so gut, auch wie das geföhnt ist. Also ich bin echt happy. Aber es regnet, das heißt, meine Haare werden kaputt gehen. Oh, es ist auch so ein ekliges Wetter gerade in Hamburg, ne? Also diese Schneezeit, ich vermisse sie so sehr. Ich hätte mir echt gewünscht, dass es bis Weihnachten anhält. Das war schon schön, nur natürlich für ältere Leute nicht so schön. Meine Oma konnte zum Beispiel auch nicht das Haus verlassen, als hier so der Schnee lag. Ich gucke jetzt noch kurz nach dem Weihnachtsgeschenk für Little A von Maria, das Kind. Und dann wollte ich mir noch eine Mascara holen, von der ich sehr viel Positives gehört habe. Aber nicht aus der Drogerie, sondern aus dem kleinen Bereich. So, wieder zu Hause. Das habe ich dir mitgebracht. So. Das ist so ein Inhalierstift. Kennst du den? Oh, geil. Schön mit Kampfer. Voll sehr gut. Sam, das ist nicht für dich. Für dich habe ich nichts mitgebracht. Tut mir leid. Besonders heute Nacht war das einfach so schlimm mit dem Husten. Ich dachte wirklich, ohne Witz, so von den Schmerzen in der Lunge, ich dachte wirklich, ich werde Blut spucken. Ich bin ja immer gegen 3 Uhr aufgestanden, habe ich aufgegeben. Ja, dann ist Phil ins Wohnzimmer gegangen, damit ich auch ein bisschen schlafen kann. Ich muss auch sagen, die letzten Nächte, weil du auch so schlecht geschlafen hast, habe ich halt auch richtig wenig geschlafen. Ja, wir müssen mal gucken, notfalls gehe ich aufs Sofa oder so. Nein, auf gar keinen Fall. So, zusammen. So? Sie meinte irgendwann, ich habe sie gefragt und sie meinte, man schmiert sich das so irgendwie in die Nase oder so. Oh mein Gott, so. Alter. Ist toll. Weil Phil ist halt so ein Inhalier-Junkie. Und das ist ja auch gut, ne? Also ich sollte mir auch ein Beispiel an dir nehmen. Schon geil. Ja? Nee. Ich habe halt auch so Schmerz an der Brust und so. Ich glaube, das wäre jetzt nicht gut. Ich habe halt so komplett so Bauch, Unterleib, mir Brust. Mir ist die Nase heftig. Ja? Probier mal. Nee, auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Leute, Phil meinte auch gerade schon so, oh mein Gott, was hast du dir denn gekauft? Und ich dachte selber so, als ich die Tüte bekommen habe, oh mein Gott, aber... Ich zeig euch mal, was ich gekauft habe. Das ist ja richtig heftig geil. Ja? Oh mein Gott, ey. Das freut mich. Dankeschön. Also ich war bei Douglas, ne, muss man dazu sagen. Ich habe dir jetzt nichts Specialiges gekauft, aber ich habe den teuersten Lidschatten und die teuerste Mascara gekauft. Aber die Mascara habe ich jetzt in Braun gekauft, die habe ich schon in Schwarz. Du hast doch gesagt, du wolltest zur Hochzeit tragen, also... Ja, genau. Ich will mein Hochzeits-Make-up ja nämlich selber machen. Und der Lidschatten ist so schön, wirklich. Und guck mal, das habe ich als Geschenk dazu bekommen. Krass. Voll cool. Schön in Gold. Und ich habe mir hier meine Pinsel nachgekauft von Seeva. Die
Ihr fragt ja immer, welche Pinsel ich verwende. Warum sitze ich hier gerade eigentlich immer noch so daneben, als wenn das irgendwie mein Thema wäre? Ja, komm! Ich wollte dir das doch auch zeigen. Ach so, ja. Kannst dich wirklich freuen. Die fand ich auf jeden Fall gibt schön. Proben für mich. Ja, es gibt Proben für dich. Tom Ford Noir Extreme. Hier ist auch noch eine Probe. Oh, nee, das ist irgendeine Creme. Ich habe einmal mir diese Mascara geholt, in braun. Ich habe die, wie gesagt, schon an schwarz und die ist halt in schwarz richtig gut. Also da kommt auch keine Drogeriemascara ran, finde ich. Deswegen, ich benutze sie super selten, weil ich Angst habe, dass sie irgendwann leer ist. Aber ich habe sie mir jetzt in braun geholt, weil sie ist neu in braun und ich habe auf Social Media gesehen, dass sie richtig krass sein soll. Ich schmink mich mal morgen damit. Dann könnt ihr das sehen. Nee, wobei, morgen wollte ich einen Style & Talk drehen und mich fürs YouTube-Video schminken. Übermorgen schminke ich mich damit. Und dann, das ist nämlich so krass, habe ich mir diesen Lidschatten geholt. Oh mein Gott. Das ist die Verpackung, die wir schon einmal gesehen hatten. Oh, das sieht so schön aus. Das sieht aus wie so eine Yves Saint Laurent Handtasche. Ich komme nicht darauf klar. Und der Ton, ich muss euch die Töne, jetzt ist halt leider wieder so kacklich. Das ist ja so richtiges Ledermaterial. Also, ich denke mal, es ist Kunstleder. Ja, glaube ich auch nicht für den Preis. Es hat auf jeden Fall so ein Leder-Feeling. Und die Töne, wie gesagt, zeige ich die dann nochmal. Aber ich fand die so schön, halt auch. Hier sehen die halt so nicht special aus, aber ich habe die geswatcht im Geschäft. Ich wollte mir es eigentlich nicht kaufen, aber ich habe auf eine Mitarbeiterin gewartet wegen der Mascara, man kennt es. Und dann guckt man und denkt sich so, warum? Aber ich freue mich trotzdem. Ich denke mir natürlich, warum habe ich jetzt so viel Geld für so eine Mascara und Lidschatten ausgegeben, aber gleichzeitig habe ich einmal eine schöne Tüte mitbekommen dafür. Und die sind so schön, die Farbtöne, also ja. Swatche ich euch dann, wenn mein besseres Licht ist, übermorgen und tragt es auch mal zusammen mit euch auf. Aber das ist sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Und es ist quasi mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. So, und jetzt muss ich arbeiten. Denn es ist genug Zeit heute vergangen. Ich werde jetzt Vlogmas schneiden, noch ein Video anpassen für YouTube und das nochmal neu schneiden. Und dann werde ich mich auch nur noch entspannen. Heute ist echt nicht mein Tag. Also ich fühle mich heute so extrem schlapp und... Ich glaube, ich habe dich angesteckt. Ich habe auch voll Angst, dass du mich angesteckt hast. Oh Mann, ey. Ich hoffe nicht. Heute eigentlich bin ich nicht so eklig mit Nase hochziehen und so, ne, aber aktuell geht nicht anders. Tut mir leid. Phil hat es richtig erwischt. Und vor allem halt doppelt, ne? Das ist so dieses, was auch so ätzend ist. Einmal diese Erkältung, also Erkältungssymptome. Und dann kommt dazu hier diese ganze Magenproblematik. Also immer noch Übelkeit, Magenschmerzen. Und die ganz normalen Erkältungsschmerzen und Symptome dazu, das ist echt kacke gerade. Uns ist in den Vlogs aufgefallen, dass man uns fast auf der Kamera nicht erkennt. Deswegen machen wir jetzt die Putzbeleuchtung an, wenn wir nämlich Videos für euch filmen. Wir nutzen jetzt die Zeit nochmal. Oh mein Gott, du hast dich fast auf meinen Kopf gesetzt und auf den Controller. Was ist los mit dir? Ja, ich werde alt. In letzter Sekunde weggezogen. Alt und senil. Es wäre ein Double zwischen Arschbacke gewesen. Auf jeden Fall zocken wir gerade das neue Mario-Spiel. Und das Coole ist, das kann man auch zu zweit spielen. Ich bin heute als Yoshi unterwegs. Und die Power-Ups sind auch ein bisschen abgespaced. Also zum Beispiel Cindy ist ja gerade der Elefant. Ach guck mal, das hat doch geklappt mit dem Wasser einsammeln. Ja? Oh, yeah. Schön. Siehste. Und das macht auf jeden Fall auch richtig Bock. Das kann mich jetzt ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie das hieß? Musst du gerade mal niesen zurückhalten. So. Gesund. In dem Sinne, weiter geht's. Guck mal, ich habe meinen schönen Overall an. Hot. Von Lidl. Passend weihnachtlich. Ja, ist echt voll schön. Der voll war doch, das war doch gar nicht Lidl. Doch. Das war Rewe. Oh, Rewe. Oh, nein, ich hab's falsch in meiner Story geschrieben. Skurskur. Was, Rewe? Ja, klar. Oh. Leute, neues Trash-TV auf RTL Plus Love Fool. Ist jetzt eine Folge draußen und ich muss sagen, am Anfang super gewöhnungsbedürftig mit dem Joker. Nervt mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen, aber richtig gut. Also bis jetzt richtig krass gut. Ja. Und dir geht's auch gut. Alle waren wieder gut. Ja, super. Sam geht's auch gut. Also so sind wir alle zufrieden und happy. Wir gucken hier mal weiter. Ja, und inhalieren mal weiter und hoffen, euch hat der Vlog gefallen und dass ihr morgen um 18 Uhr wieder einschaltet, ne? Ja, in dem Sinne, gute Nacht. Tschüss.